Ey, aber die sollen wir jetzt auch hier denn das Grünzeug freigeben, Alter. Ich finde das wieder so krank, Alter. Das war wieder der Söder da am Start, Alter, beim Anstechen. Hat erstmal noch das Anstechen eigentlich, das habe ich nämlich gelesen, eigentlich das Anstechen soll keine politische Veranstaltung sein, sondern so, ne? Geht ja da ums Feiern und so. Ja. Er hat das wieder Wahlkampf gemacht. Digga, von, ey, richtig schön von Oktoberfest hier Übergang zu einer sehr interessanten Debatte, ey. Finde ich interessant, weil, wie gesagt, es gibt auch einige Muchachos, die sagen, hier, nee, Gras finde ich scheiße, will ich nicht. Und es gibt einige Muchachos, die auch sagen, so, Abfahrt, Digga. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung. 7 minus 4 ist 3. Ja, so weit waren wir auch schon. Ein wunderschön Hakuna, meine Tata Muchachos. Heute wieder grandiose Action. Heute wieder in euer Gesicht. Gemeinsam mit Deko und Aris. Ein wunderschön. Einen wunderschönen guten Tag. Was hast du da gerade gesagt? Ich hab's da kurz so schlicht vertragen, Alter. Astralaba, hallo Muchachos, die Nüsse seien poliert, ich hab's akustisch ebenfalls nicht verstanden. Nochmal. Krollo. Mollo. Jetzt haben wir. So, ich hatte noch meine Dämonenstimme. Du hattest deine Dämonenstimme. Okay, Astralaba Reis, das Bild, das ich auf dem Thumbnail der Map gesehen habe, gefällt mir schon mal gar nicht. Muchachos, trotzdem wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Dienst, guten Appetit, guten Rauch und guten. Oh, sexy, ey. Ja, ich fange direkt mit dem Thema an. Oktoberfest, Leute. Ist gerade wieder, ne? Ist gerade wieder. Ich bin direkt davon ob ich gehört, dass am ersten Tag um 12 Uhr schon die ersten Notarzteinsätze waren. Von Leuten, die sich die Schädel aufgeschlagen hatten. Und also einfach normalen Unfall oder Trunkenbolde? Bin ich mir nicht sicher, ob die sich gekloppt haben und sich Bierkrüge an den Kopf gehauen haben oder ob die besoffen waren, umgekippt sind, keine Ahnung. Digga, gehört ja irgendwie dazu, oder? Ein bisschen Schlägerei hier auf dem Oktoberfest. So. Es gehört so zum Oktoberfest, sag ich mal, dazu, ja. Aber das müssen echt reiche Leute gewesen sein, wenn man sich auf dem Oktoberfest besaufen möchte. 14 Euro die Maß. 12 bis 14 Boah. Euro. Schon krass, Alter, oder? Digga, 14 Euro für einen halben Liter Bier. Das ist mal eine Ansage. Ein Liter Bier. Ja, aber gerade sagen. Ein Liter Bier. Sorry. Aber ja, es ist arschviel Geld, Digga. Und dann sind diese ganzen Bierbänke jetzt auch nicht mal, würde ich sagen, so richtig, richtig bequem. Ne? Das ist einfach geiler Hartsuff. Aber wir waren ja schon mal da, Deko. Aris, warst du schon mal da auf dem Oktoberfest? Nee, würde ich gerne mal machen. Steht noch auf meiner To-Do-Liste. Irgendwann mal Münchner Wiesen abchecken. Auf was würdest du dich da so freuen? Was sind so deine Highlights? Ja, auf jeden Fall auch erstmal ordentlich. Oder weshalb bist du dahin? Saufen. Okay. Saufen. Und natürlich auch Fahrgeschäfte. Bier. Ne? Das ist so mein Fable. Fahr ich voll drauf ab. Oh, geil. Was war das zweite? Fahrgeschäfte abchecken, ne? Ist ja also das größte Volksfest der Welt. Hab ich auch gelesen. Riesenrad, 10 Euro. Ist das viel? Weißt du das? Das ist eine ganze Menge. Wir waren in diesem Freefall Tower drin, ne? Ja, boah, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich will nochmal kurz wissen, ob 10 Euro viel ist für ein Riesenrad. Für ein Riesenrad, ja doch. Doch. Das ist todesviel, ne? Alter Schwede. Schon eine ganze... Das ist ja auch mega langweilig, ne? Ja, kann man aber ja an, trotzdem wenn mal mitnehmen. Wenn du mit der Perle da bist, so. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, okay, wenn man da mit der Perle ist, dann. Okay. Alleine. Da muss man sich ja gut stellen, wenn man sich vorher dann noch im Bierzelt richtig schön abschädelt. Da muss man dann. Alleine geht ja keiner ins Riesenrad, glaube ich. Nee. Oh, das stimmt, oder? Forever alone? Nee, keine Ahnung. Also alleine würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, mich ins Riesenrad zu setzen. Lonely. Also ich würde aber auf jeden Fall noch nicht auf die Idee kommen, nochmal auf die Wiesen zu fahren. Echt nicht? Also erst recht nicht, weil ich dafür bezahlen müsste. Wir waren ja kostenlos da damals. Zumindest war du YouTuber. Und Essen kostenlos. Als ja, Flex, YouTuber. Die Anfahrt war auch, oder? Der Anflug war auch kostenlos. Ja. Anfahrt war auch kostenlos. Keiner mag euch, wenn ihr so seid. Ich will das auch. Hallo. aber also, wenn ich dafür Geld bezahlen müsste, würde ich das garantiert nochmal machen. Also, aber ich würde es auch jetzt nicht nochmal machen, wenn ich nochmal eingeladen werden würde. Ja, doch, weil wir waren ja sozusagen leider in diesem VIP-Bereich, sag ich mal, wo überhaupt gar keine Stimmung war. Und nochmal unten bei den anderen, wo man sich richtig achtarmig einen reinorgelt, sozusagen die Zwergenrüstung neu schmiedet. Das war mir so klar, dass der Typ da ist. Ja, würde ich aber auch nicht machen, weil ich muss, also ich habe auch, also ich bin kein Bock, ich bin kein Bock. Eko ist wirklich kein Bock. Ja. Ich habe keinen Bock auf Schlager, so, und das dann. Doch, bei, ey, dann darfst du aber jetzt auch nicht nach Malle fliegen, oder? Hä, warum?
Malle Hochburg, Alter. Ja, und ich gehe ja nicht, also erstmal gehe ich ja nicht im Ballermann, außerdem selbst wenn ich irgendwie an Ballermann fahren würde, würde ich da nicht in einen Schlagerladen reingehen. Wunderbar, macht er das, macht er heimlich. So. Ich glaube auch, Dekos nehme ich jetzt für ein paar Tage, wenn ich in Österreich bin. Gerade Muchachos, vor dieser Folge habe ich meinen Flug gebucht. Ja. Ey, du wirst da ein, zwei Bier trinken, ein paar kalte San Miguel oder Corona. Verträgst du ja nichts mehr. Und dann denkst du dir so, ach, jetzt so in Bierladen hier mal Megapark oder Bierkönig, ein bisschen bei Laila mit Grün oder so, kein Ding. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? So, ja. Mama Lauda. Bei Schlager bekomme ich echt einfach nur schlechte Laune. Krass, ey. Ich brauche einen Pegel, dann finde ich das eigentlich ganz geil. Aber, also eigentlich ist das Oktoberfest ja so trachtenmäßig und auch so, sag ich mal so, Volksmusik, ja? Schlager ist Volksmusik. Aber ja, nicht so wie deine Mutter Niki Lauda, sondern ich meine so richtige Volksmusik. Okay. So, dieser Jodelheinrich. Aber ich finde es krass, wie die Leute wieder da. Ich habe wieder so Clips gesehen von den Leuten, als die Wiesn eröffnet wurde. Ja, wie die da hingerannt sind, ne? Wie die da hingesprintet sind, so, Alter, als würden sie einfach irgendwas verpassen. Als wäre alles umsonst dort, man müsste jetzt nur schnell da sein. Ja. Und dann ist das so diese typische deutsche Handtuchmanier, einfach nur hingehen, um irgendwie einen Platz zu sichern schnell. Digga. Und dann erstmal über die Wiesen gehen. Und dann erstmal über die Wiesen gehen, man kennt ihn. Das ist auch so typisch deutsch, oder? So Handtuch bereitstellen. Ja. Ich kenn da ihn. So komplett drauf wobei, scheißen. Wobei, ich kenn's, also ich war ja das letzte Mal im Urlaub in Griechenland. Ja, waren die anderen da auch so? Da war es auch überall. Und es waren auch, ich glaube, der Großteil war Deutsche, ich glaube, es waren nicht nur Deutsche, ich glaube, es waren auch ein paar Engländer. Nein, ey! Also wie krass bin damals, ich ja. Damals stand Deutschland für Dichter und Denker und für gute Produktivität und Innovation im Maschinenbau. Heute sind wir einfach nur die Handtuch- und Liegenbestatter, Alter. Und hat sich gut weggedreht hier. Socken alles. In Sandalen tragen. Ja, das ist aber irgendwie schon so ein Weird Flex, weil da muss man schon drauf das ist haben. Das ist kein Weird Flex. Das ist einfach nur hässlich. Birkenstock und Socken und Tennissocken, Digga. Dann hast du es geschafft, ey. Dann hast du es wirklich geschafft. Ey, aber die sollen mir jetzt auch hier das Grünzeug freigeben, Alter. Ich finde das wieder so krank, Alter. Das war wieder der Söder da am Start, Alter, beim Anstechen. Hat erstmal noch das Anstechen eigentlich, das habe ich nämlich gelesen. Eigentlich das Anstechen soll keine politische Veranstaltung sein, sondern so, ne? Geht ja da ums Feiern und so. Ja. Er hat das wieder Wahlkampf gemacht. Hat er? Ja. Der kleine Gauner. Ja. Er hat das für den Wahlkampf genutzt, natürlich. Wieder auch ordentlich gegen die Grünen geschleudert und dann, Digga, die sollt endlich das scheiß Kraut freigeben, ey. Bin ich voll gegen, ehrlich. Gerade die Bayern, Alter, die sich einfach ständig da wegsaufen auf ihren Volksfesten, Alter, aber das Kraut ist verboten. Okay, da will ich aber mal Ares Meinung, weil es gibt ja auch einige Muchachos, die sagen, nee, das ist scheiße. Ich bin da komplett gegen dieses. Aber da musst du auch sagen, warum. Ja, wir reden da immer noch nach wie vor von einer Droge, ne? Das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2, es stinkt wie Sau. Und wenn jetzt einer bei mir da... Ja, Nikotin stinkt auch wie Sau. Ja, aber nicht so krass. Warum sagst du jetzt Alkohol und Nikotin? Doch, ich finde also, für meine Begriffe ist Nikotin viel ekliger als Marihuana. Findest du? Sagst du jetzt Alkohol und Nikotin okay, aber... Gras nicht. Nikotin und Alkohol sind schon seit Ewigkeiten legal. Also, ich glaube, es war noch nie zur Debatte, dass es überhaupt verboten ist, oder? Ich meine, korrigiere mich. Aber nur in Deutschland, glaube ich nicht. Aber nur weil es du sagst ja, es soll nicht gemacht werden, weil es mal verboten ist. Das ist ja kein Argument, oder? Ja, nee, aber keine Ahnung. Ich kann es überhaupt auf den Tod nicht ab. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da neben mir einer langläuft und meint, yo, ich muss jetzt erstmal eine Runde kiffen, finde ich nicht geil. So gar nicht. Okay, also der Geruch stört dich da einfach. Absolut. Außerdem habe ich auch keinen Bock, irgendwie passiv breit zu werden, nur weil da irgendwer meint, da rumzukiffen. Ja, ich meine, wenn sie es meinetwegen zu Hause machen, bitteschön, gönnt euch, dann ist okay, aber es muss nicht in meiner Gegenwart sein. Also ich finde es immer schwierig, dass man so Alkohol feiert und auf der anderen Seite dann sagt so, okay, aber kiffen, das geht jetzt gar nicht. Ja. Also gerade wenn man sich anguckt, dass Alkohol ungefähr 80.000 Tote jedes Jahr verursacht, by the way, an einem Alkoholentzug kann man sogar sterben. Wusste ich auch nicht. Ist so ähnlich wie bei Heroin, einfach am Entzug sterben. Nikotin sterben sogar knapp über 100.000 Leute jedes Jahr.
In Deutschland, by the way, nur in Deutschland. Und es ist halt weltweit an Marihuana noch nie ein Mensch gestorben. Und dann, also man so sagt, so Drogen und gefährlich und sowas, finde ich, kann man nicht sagen, wir verbieten Cannabis und erlauben Alkohol und Nikotin. Also genau, wenn dann muss man eben alles, was Schlechtes für den Körper verbieten, finde ich. Also da ist dann schwierig zu sagen. Ja, okay, aber dann müsstest du bei Koffein schon, ja, Zucker. Schon gucken, da musst du bei Zucker gucken. Koffein, alles, ja. Natürlich. Ja, aber theoretisch, also es gibt auch arsch viele Leute, die nehmen einfach so einen Johnny irgendwie als Einstiegsdroge, weil dann die Hemmschwelle. Einstiegsdroge ist. Also wenn Einstiegsdroge, wenn überhaupt, ist Alkohol und Nikotin. Also das habe ich auch schon häufig gehört, Einstiegsdroge, aber es wurde wissenschaftlich widerlegt, dass das eine Einstiegsdroge ist. Ja, aber also ich bin Raucher, die Jungs wissen das und einige der Moschaschos wissen das ja auch. Und ich bin deswegen jetzt noch nie auf die Idee gekommen zu sagen, yo, jetzt baller ich mir erstmal Heroin rein. Also ich würde eine Zigarette, eine ganz normale Standard-Scheiß-Zigarette, würde ich jetzt nicht als Einstiegsdroge nehmen. So. Oh, ich muss hier drauf! Alter, oh. Aber es ist Digga, von, schon, ey, richtig schön von Oktoberfest, im Übergang zu einer sehr interessanten Debatte, ey. Finde ich interessant, weil, wie gesagt, es gibt auch einige Muchachos, die sagen, hier, nee, Gras finde ich scheiße, will ich nicht. Und es gibt einige Muchachos, die auch sagen, so, Abfahrt, Digga. Ja. Endlich ist es frei. Also ich finde, du kannst es halt, natürlich kannst du es verbieten, es ist ja verboten, aber es gibt keine sinnigen Argumente dafür. Zumindest nicht, wenn man sagt, halt andere Sachen wie Zucker oder Koffein und Alkohol sind erlaubt. Weil, also ich würde sagen, jedem Tierchen sein Pläsierchen, jeder Mensch hat das Recht, sich zu berauschen. Egal mit was. Da soll man sich selbst wählen und dann ist gut. Und wenn die einen halt sich zusaufen wollen, sollen sie es machen. Wenn irgendwer sich Gras reinballern soll, soll er es machen. Wenn der andere eine Hochzeitstorte alleine essen will, soll er es machen. So, wenn, dann musst du alles verbieten. Vergleich, ja. Aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Zucker ist das Schlimmste. Eigentlich Zucker ist noch schlimmer als Nikotin und Alkohol. Allerdings wegen der Verbreitung. Ja, ist ja überall drin. Gutes Beispiel. Ja, deswegen sage ich das. Es ist schlimmer als Nikotin und Alkohol wegen der Verbreitung. Und Zucker ist halt der Auslöser für Krebs, für Gefäßerkrankungen. Also Zucker ist an fast allen Volkserkrankungen schuld. Böse. Es schmeckt ja auch sehr lecker, deswegen machen wir es alle. Ja. Und es ist billig, deswegen wird es auch reingehauen. Das ist das Ding. Ich meine, nicht falsch verstehen, die Leute können gerne machen, was sie wollen, aber halt dann nicht, wenn sie... Kiefen. Aber wenn sie dabei dann, sag ich mal, Leute damit reinziehen, dann finde ich es eher semi-geil. Ne? Auch ja, deswegen wäre die kontrollierte Abgabe von Marihuana besser. Die Religion so. Jeder kann ja sein Ding machen, wenn man da nicht andere Leute mit volllabert. Ja, was heißt volllabern, ne? Also, wenn ich jetzt bei mir irgendwie unterwegs bin und da kifft einer in der Nähe, da werde ich halt passiv direkt mitbreit. Das ist das Problem. Ne? Also, du müsstest dich schon neben den Joint stellen und seinen Joint-Rauch einatmen. Oder mit ihm in einer geschlossenen U-Bahn sitzen oder sowas. Naja, also, ich denke mal, man sollte es so machen wie mit wenn Zigaretten. Wenn du an jemanden vorbeigehst, dann wirst du nicht passiv stone. Ja, doch. Wirst du. Nein. Nur wenn du vorbeigehst? Auf jeden Fall hast du dann auch die Werte im Blut und so. Und wenn dann zum Beispiel jemand eine MPU machen muss, dann ist eine Großmahlzeit. Das ist Quatsch. Also wie gesagt, du müsstest mit ihm in einem geschlossenen Raum sein oder neben ihm stehen und die ganze Zeit seinen Joint einatmen. Von vorbeigehen oder sowas wirst du nicht stoned und bekommst auch nicht die Werte im Blut, dass du irgendwie... Außer du gehst die ganze Zeit hinter ihm und klebst an seinen Lippen. Ja, nee, das hatte ich nicht vor. Ich bin auch sehr laissez-faire eingestellt, was das angeht. Also ich finde, es ist eben schwierig, da das eine zu verbieten und das andere nicht. Gerade weil, wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, warum Gras überhaupt verboten wird, hat das sehr viel mit Lobbyismus zu tun und nichts mit, wir wollen die Menschen davor schützen. Das muss man auch mal dazu sagen. Und das ist für mich auch nochmal zusätzlich ein Grund. So, okay, und es ist weniger schlimm, Anführungszeichen. Es ist irgendwas anderes, es ist immer noch schlimm. Und man sollte es auf gar keinen Fall irgendwelchen Jugendlichen geben. Das ist auch nochmal ein zusätzliches Ding. Ja. Weil gerade so in der Entwicklung sehe ich da auch schon. Ja. Aber das Problem, ist bei Alkohol genauso. Das Gleiche. Natürlich, ne? natürlich. Es ist in Deutschland vollkommen normal, wenn 13-Jährige anfangen, Alkohol zu trinken. Finde ich auch nicht in Ordnung. Vollkommen legit, Alter. Ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass in Bayern. Ich bin auch beim Wolfteil hier.
Ich bin auch gerade beim Wolfteil. Achso, bei dem Wolfteil da ganz hinten. Beim ersten Wolfteil, ja. Ja. Der Sprung klappt einfach nicht. Also Marvin und ich sind quasi vorm Ziel jetzt. Also. Und da steht jetzt 7 minus 4 ist, ja, wir haben ja schon so häufig gekifft. Ja. Das dürfte doch 2 sein, oder? Mindestens. Mach mal 2. Okay, erzähl weiter, 13-Jährige, ja. In Bayern werden wirklich schon 12, 13-Jährige an Bier rangeführt, damit die mit 16 auf der Wiesn schon was abkönnen. Ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Also quasi von den Eltern her. Aber ich muss auch sagen, ne, also ich habe mit 15 das erste Mal Vollrausch gehabt. Hä? Was aber in meiner Clique so auch schon relativ spät war. Also die meisten waren schon so ab 14 mit Alkohol das erste Mal dabei. Und das ist halt, wie gesagt, so, da regt sich auch in Deutschland keiner drüber auf, warum auch. Das wird ja eher, wenn du auf Partys gehst und sagst, du trinkst nichts, dann wirst du eher komisch angeschaut. Ja. Wie, du trinkst nichts? Hä? Bist du schwanger, Alter? Oder und dafür muss, deine Eier, mal, Alter? Muss man sich mal überlegen, wie da die Einstellung wirklich ist. Und es hat einfach nichts damit zu tun, dass es irgendwelche sinnvollen Argumente gibt dafür. Sondern einfach nur mit, aber es ist Cannabis, ist jetzt aber kein Brokkoli. Klassiker. Digga, warte mal, wir lesen das nochmal. 7 in Rot, vielleicht kann Deko mitmachen. 7 in Rot, minus in Schwarz, 4 in Rot. Hä, wie komme ich denn beim scheiß Flugzeugträger hier weiter? 3, oder wenn man das zusammen darstellt, dann kann man daraus eine 9 machen. Aber es gibt auch keinen Sinn. Ja, was? Flugzeugträger? Ja, da ist doch so ein Ding, was Materie hat, aber eigentlich keine Materie, da kannst du durch. Ach so, hier das Ding. Warte mal, A, B, C. Wenn wir nach dem ABC gehen, 3, ABC, C und Orange, Schwarz, Blau, Grün, Weiß, Pink und Orange. Digga, Orange wäre richtig. Ich kenne zwar die Lösung nicht, aber Orange ist richtig. Hundertprozentig. Aber was, so ein LKW-Warride? Ja, aber es ist relativ easy weasy. Aber Muchachos, ich würde mal gerne eure Meinung auch hören. Weil, wie gesagt, jeder hat so seine eigene Meinung. Manche stehen drauf, manche eben nicht. Ich finde das voll frech, dass da 7 minus irgendwas steht, 7 minus 4. Und dann ist es aber nicht, ist es halt nicht die Lösung. Du kannst nicht mal oben drauf springen, habe ich gerade gesehen, ne? Ist alles zugebaut. Ja. Ha, aber dann ist das vielleicht doch eine andere Lösung. Hey, Digga. Warte mal. Digga, aber ja. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung. 7 minus 4 ist 3. Ja, so weit waren wir auch schon. Okay. Und was steht an den Durchgängen dran? Orange, Schwarz sind nur Quadrate in verschiedenen Farben. Da bist du da drauf? Das habt ihr auch schon abgecheckt, oder? Ja. Digga, was ist das für ein Rätsel, Digga? Was ist das für ein Rätsel? Nein! Ey, ich raff's einfach nicht. Nur unten lang gehen? Digga, ich will auch noch hinkommen. Ich raff's halt null. Dass ich der Einzige bin, der so lange braucht, dass ich diesen scheiß Werwolf-Fick, ey. Ja, warum eigentlich? Das war doch super easy. Immer bis zum Rand und dann Attacke. Die Jumps von den Werwölfen sind immer so random. Die Mitte, probier mal die Mitte. Ah, 1, 2, warte mal, die dritte Lücke. Das passt ja auch nicht. Komm, dann müsste hier sein, oder? Ich hab's. Wenn man ganz links mitzählt. Hey, wie? Ja. Alter Schwede. Du bist jetzt aber oben drauf gesprungen, oder nicht? Nein. Ey, du meinst, das war die richtige Lösung? Ja, ja, war nicht zugebaut. Definitiv war das dann wohl die, warum auch immer, richtige Lösung. Aber das war doch der hier, oder nicht? Guck dir mal gerade zu. Oder war das schwarz? Hallo? Ich will es eigentlich jetzt nicht aussprechen, weil Deko soll auch mal ein bisschen was knobeln, ne? Aber hat das was mit Knobel zu tun, oder? Wie soll ich da hinkommen? Das war einfach nur Hardcore Random, das richtige Ding erwischt. Ja, du bist richtig. Oh, respawn, ja? Digga. Hä? Ja, aber warte, okay. Aber es ergibt gar keinen Sinn irgendwie. Oder? Oder 7 steht einfach nur für 7. Schwarz steht, du musst in schwarz. Und 4 steht einfach nur für 4. Also, das zeigt einfach nur, dass du schwarz nehmen musst hier. Aha. Weil, guck mal, ja. Guck mal, es gibt da 2 Farben: es gibt rot und schwarz. Ja. Und es gibt allerdings nur schwarz als Quadrat hier. Pro. Fucking Bosser. Oder ist schwarz das dritte Quadrat? Sherlock hat den. Nee. Sherlock Bosser hat es geregelt. Deko, willst du auch noch ins Ziel? Ich glaube, ich bin jetzt wirklich tatsächlich nicht mehr so weit weg.
Ich schaff das noch. Eben minus 4, ja, sehe ich. Ich glaube aber, rot gibt es ja nicht. Es gibt nur schwarz. Ich glaube, deswegen ist es schwarz. Klassiker. Touché. Ich glaube, bist du jetzt von ganz allein drauf gekommen. Ja, klar, oder? Ja, schauen wir mal, ob Dico das rechtzeitig noch hinbekommt. Würde ich sagen. Abfahrt. LOL! Alter. LOL. Oh, nein. Was? Marvin! Nein, nein. Hallo, Marvin! Nein. Alter! Nein! Nein! Bitte nicht. Das wäre richtig bitte geil nicht jetzt, ey. Nein! Oh. Ah, schade, schade. Ich hätte den zweiten auch genommen, muss ich sagen. Das war eine knappe Geschichte. Aber ja, Muchachos, haut doch mal eure Meinung in die Kommentare. Auch wenn ihr sagt, weiß ich nicht, Cannabis ja, Alkohol nein. Oder wenn ihr sagt so alles. Oder wenn ihr sagt, Alkohol ist schon okay, weil das gehört zu Deutschland, aber Cannabis nein. Einfach mal mit Begründung in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich bin gespannt. Wir haben die Büchse der Pandora aufgemacht, ich sag's dir. Sie ist da. Okay, bloß auf 5 Minuten Pause. Richtig geile Thumbnail. hat uns gepackt. Und wir starten jetzt dieser 5 Minuten Challenge übrigens auch. 5 Minuten haben wir noch Zeit. 5 Minuten Challenge. Okay, gerade bin ich letzter geworden. Diesmal werde ich Erster. 3 Minuten. 3 Minuten? Oh, dann oh, ist das schon das Ziel? Yeah. Geil. Und wir machen daraus 10 Sekunden. Alter. Ey, Digga! Was wäre das eigentlich für ein geiler Bait wieder? Oh, Ziel. Easy. Oh, Digga, ich mach das doch hier alles schon. Wäre gewesen, ne? Erstmal Marvin weg, Olgan, jetzt. Oh, Alter. Oh, der Wallwechsel ist böse. Oder hat mich böse erwischt? Na, oh, Alter. Bitte nur fahren, bitte nur. LOL. Okay, ja. LOL. Hallo? LOL. Dann muss ich, Digga. Ich muss da einen MG noch machen, passt da ein bisschen auf. Hallo. Ja, 5 Minuten Challenge, Digga. Ich bin ja gespannt. Gespannt, ob das hier wirklich funktionieren kann. Ne? Ja, und es stank hier schon wieder, ja. Wo ist der scheiß Punkt, Junge? Oben. Ja, wie weit oben, Alter? Ja, ich muss auch erstmal durchballern. Ich hab ein bisschen länger gebraucht. Ich bin erstmal nach unten geflogen. Ich auch. Sowas ist aber ein bisschen fies bei einer Challenge, ne? Wie bitte? Wenn man erstmal so suchen muss, wo der Punkt ist, ist ein bisschen fies. Ich hab's leider gesehen. Oh, hier ist bestimmt ein. Nein! Da ist ein Bumper, da ist ein Bumper. Ich hab's zu spät gesehen. Ah, oh, ja. Aber was soll sonst sein? Ach, das wäre eine Tube. Okay, jetzt aber, komm! Amalamalaiko, amalalo! No! Ey, Digga, ey, die Map ist aber böse, ey. Ist das schon das Ziel eigentlich? Nee. Also bei mir ist der Spawn hier einfach scheiße. Ich lande immer links voll dagegen. Links voll dagegen? Ja. Oh, Digga, wie wollen wir das denn jetzt alle schaffen, ne? Also, ich hab extra freiwillig ausgestiegen. Ich auch. Hä? Oh! Oh, endlich, okay. Digga, jetzt aber hier. Oh, was jetzt? Was jetzt? Oh mein Gott. Was kommt jetzt hier für alles? Oh, Digga. Was ist denn jetzt gerade los hier? First Try war das doch gar kein Problem. Nein. Digga, bei mir genauso. Ich droppe bei dem Daumenflippen mal so weit nach unten, dass ich den Wallwechsel nicht mehr erreichen kann. Boah, ja, ey. Leben am Limit. So. Digga, hat Ares es? Nein, ah, richtig unverdient, ey. Wieso richtig unverdient? Ey, nicht das Ares, ist so Digga, hart verdient gewesen. Okay, jetzt einmal, jetzt wieder tryharden, Deko. So, aber der nächste Punkt ist dann unten. Ich schaff den Wallwechsel nicht. Also, wenn er gleich wieder auf dem Bike sitzt, Punkt unten. Hier oben. Nein. Ich hab gerade deinen Schatten über mich rüberfliegen sehen, ey. Wurde das irgendwie falsch angezeigt? Grafikpack oder so? Keine Ahnung. Nein, nicht Ares, ey, Digga. Wirklich, nicht ich schaff's Ares, einfach nicht. Ey. Ich schaff's nicht an den Downflip dran. Ja, da kommt schon der Krankenwagen. Hol mich ab, Alter. Ja. Wenn wir gegen Ares verlieren, dann kannst du mich aber direkt einweisen. Jetzt mach doch mal hin, du Kackscheiße hier. So. Ey, du hast null Stress, Alter. Wir kommen gerade nicht mal weiter. Ey. Ja, ja, doch. Also 5 Minuten Challenge haben wir ja trotzdem noch, ne? Digga, ich weiß nicht, wie viel hier Krankenwagen, bei wem war das gerade? Bei mir war das. Kannst du mal kurz aus dem Fenster schreien, dass ich was irgendwie Hilfe brauche hier gerade? Digga, der Spawn aber auch. Ärztliche Versorgung, bitte. Ich cruise schon wieder links am Board vorbei hier. Hey, Digga.
Ey, ich bin unterm Bumper durch. Der Bumper ist echt nur so klein. Ich dachte, das wäre nur visuell. Echt jetzt? Dann hab ich halt richtig Schwein gehabt, ey. Digga. Ey, ja, Krankenhaus die Lohr in Hannover? Ja, Zimmer 13 bitte. Ich hab ja, die Garnis verloren. Bitte einmal alles resetten bei mir. Den doch, Tag hast du gar nichts. Jetzt laber mich doch nicht voll, Mann. Bitte, ja, irgendwie Stroh 80 brauche ich. Muss den Abend. Den endlich, Alter. So, wo ist denn ist das rote Ding da ein Punkt? LOL! Ich hab's! Das letzte Ding ist halt eiskalt das Ziel. Ey, Krankenhaus. Krankenhaus. Hilfe. Ares hat Geschichte geschrieben. Zwei Maps in einer Episode, beide gewonnen. Einfach der Gute hier. Ach, so fühlt sich das an. Geil. Einfach weniger Scheiße labern von mir, dann geht das auch. Oder auch nicht. Okay, also ihr könnt nicht vom Ziel warten. Toll. Okay, dann fahr ich jetzt rein. Digga, wie ich mich gerettet habe. Ich bin einfach so ein kranker Profi, ey. Oh, okay. Ja, 5 Minuten, ne? Ein bisschen haben wir ja noch. Oh, fuck. Was ist das denn hier? Aber Marvin, ich glaube, ich kann ja echt nicht warten. Ja, hab ich ja gesagt. Ist hier nach schon Ende? Alles? Ich gucke. Warte. Deko, da bist du. Ich muss noch weiter oben? Ja, danach ist Ende. Okay, Marvin. Ja, okay, Marvin. Okay, Marvin. Warte hier gerade. Ja, ich kann nicht warten, ich bin 20 Sekunden. Abfahrt. Los, try jetzt. Wir haben nur 15 Sekunden, das ist jetzt der Try. Das muss jetzt der Try werden. Oh, ich habe noch einen Try zum Glück. Und respawn. Wie Deko meint, ne? Ja, bei 5 Minuten, ne? Wenn man dann losfährt. Jetzt darf ich nur nicht mehr verkacken. Boah, ist aber 100-fach gebaut. Deko hat verkackt. Oder nicht? Ja doch. 5 Minuten 4. 5 Minuten 4 ist 5 Minuten. Nein! Binnen von 5 Minuten musst du es schaffen. Du startest ja nicht bei 1, sondern bei 0. 5 Minuten 59 ist auch noch 5 Minuten. Oh. Wie sind das jetzt recht? Jetzt also habe ich gerade 10 Sekunden auf Marvin gewartet. Ja, ich brauche das immer ganz dringend. Bitte. Los. Schande auf dein Gesicht. Oh. Ja. Schon ein bisschen peinlich. Oh. In Form eines Maßkrugs. Also. Schlimmer geht's gar nicht. Gegen Ares verloren. Oh, ich finde das ganz geil. Und noch nicht beendet. Wobei, 3 Minuten 41, Challenge geschafft. Läuft doch. Muchachos. Ja. Yeah. Ich gehe mich dann mal. Ich brauche jetzt wirklich Urlaub. Also, Muchachos, ja, ich gehe jetzt erstmal in Urlaub. Hab einen wunderschönen Tag. Und Ares, wir nehmen nie wieder auf, ne? Ja, doch. Also, ist dann reingehauen. Bye, bye. Ciao.